Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Sondierung für Jamaika-Koalition auf Bundesebene. Im Anschluss sprachen die Generalsekretäre der Unionsparteien sowie von FDP und Grünen von einer konstruktiven Runde, die aber noch keine konkreten Ergebnisse gebracht habe. Am kommenden Dienstag soll weiter verhandelt werden. Zweiter Tag der Parlamentswahl in Tschechien. Noch bis 14 Uhr können die Bürger ihre Stimme abgeben. In den Umfragen lag zuletzt die populistische ANO-Partei des Milliardärs Babiš vorn. Er ist Kritiker der EU-Flüchtlingspolitik und gegen einen Beitritt zur Eurozone. Entscheidung im Katalonien-Konflikt. Die spanische Regierung und Ministerpräsident Rajoy will heute Zwangsmaßnahmen einleiten, die zur Auflösung des Regionalparlaments führen könnten. Damit sollen die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens unterbunden werden. Terrormiliz IS bekennt sich zu Selbstmordanschlag in Kabul. Der Angriff gestern galt einer schiitischen Moschee. Auch im zentralafghanischen Goa gab es einen Selbstmordanschlag auf ein sunnitisches Gotteshaus. Dazu bekannte sich bislang niemand. Bei beiden Anschlägen wurden insgesamt mindestens 72 Menschen getötet. Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga. Schalke hat mit 2:0 gegen Mainz gewonnen. Die Tore erzielten Goretzka und Burgstaller. Durch den Sieg rückt Schalke vorerst auf Platz 4 der Tabelle vor. Und das Wetter, wechselnde Bewölkung, später aus Westen Regen, im äußersten Osten und Südosten bis zum Abend trocken und freundlich, 13 bis 22 Grad.